Ja, willkommen zurück. Ja, Leute, ich lade normale Videos hoch, ja, die man sich angucken kann und ab und zu auch Highlights. Und dieses Video gehört auf jeden Fall dazu, weil es wird spannend bis zur letzten Sekunde. Ihr müsst bis zur letzten Sekunde dranbleiben mit einem überraschenden Ende. Auf jeden Fall bin ich hier mit jemandem unterwegs gewesen, dem meine Spielweise mittendrin nicht gepasst hat. Der ist auch mittendrin ein bisschen ausgerastet, will ich nicht sagen, aber der war böse auf mich. Er ist dann irgendwie aus dem Zug gegangen und hat dann auch das Ende verpasst. Und wenn man so spielt wie ich und auch den Sachen befolgt, weil er hat das gemacht, was ich gesagt habe, nur in den letzten 60 Sekunden ist er dann aus dem Gefecht gegangen und auch aus dem TS und hat das Ende nicht mehr mitbekommen. Also, ihr macht es jetzt anders. Ich lasse euch mit der Ingame-Kamera alleine. Es lohnt sich, bis zur letzten Sekunde dran zu bleiben, ja? Und dann sehen wir uns am Ende bei den Stats wieder. Viel Spaß!
Ich esse mir jetzt eine Banane. Ja, die Arti musste weg. Sonst hätte die unserem TD schwer zusetzen können. Ich brauche den ja, damit ich das Spiel entscheiden kann. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimmst du erstmal die Arti raus. Einer der beiden TDs von denen ist ja eh low HP. Nur noch eine Minute 54 Sekunden. Ich weiß, dass der andere irgendwo da hinten steht, deswegen fahre ich nicht hoch. Da irgendwo steht der andere mit seinem TD. Wenn ich hochfahre, während ich noch auf bin, kriege ich aufs Maul. Also bleibe ich noch, bis ich zu bin. Immer schön warten, bis ihr wieder zugegangen seid und dann langsam vortasten. Oh, der andere kommt mir zu Hilfe. Er weiß auch, wenn ich sterbe, ist er eh tot, also muss er mir helfen. Mach mal wieder die offene Kamera. Nicht mehr die Ingame-Kamera. Der beschießt jetzt unseren TD. Und jetzt muss er sich entscheiden. Ich biege nach rechts ab. Er entscheidet sich für den anderen. Und das war sein Fehler, dass er sich nicht nach mir umdreht. Denn, Achtung, eine knapp 900er Schelle. Und er ist Geschichte. Und es hat sich gelohnt. Wir sehen uns bei den Stats. So, ja, einmal Kamikaze, die T92er totgerammt, das Ding gemastert. Hier, der hier hat eine 900er Kelle von hinten in den Arsch geschossen bekommen. Ja, Warmpack, und jetzt guckt euch mal das Gegnerteam an hier. Badget, 25 Tonnen. 10.056er WOT-Wertung. Centurion, 8.000er WOT-Wertung. Der hier. 9.224er WOT-Wertung. T92 knapp 7.000er. Ja, der hier 8.200er. Waren auf jeden Fall sehr gute Leute dabei. Den habe ich dann am Ende auch noch gekillt. Ja, war auf jeden Fall lustige Runde. Würde sagen, abonniert den Channel. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.